Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 20. Juli 2018? Ich habe einigen Tagen kein Tageshoroskopen gemacht. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich hatte so viele Aufträge, dass ich war 3 Wochen im Rückstand. Und dann kam noch dazu, dass ich einigen Tagen ohne Internet und ohne Telefonverbindung war. Und deswegen kommt jetzt die Tageshoroskop mit etwas Verspätung. Und ich hoffe, dass das läuft wieder alles im normalen Bereich und kommt jeden Tag die Tageshoroskopen. Ich habe auch gesagt, dass ich Richtung indischen Astrologie orientiere, weil das für mich präziser ist. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist, dass die Bewegung unserem Sonnensystem und dadurch verschiebt sich die Frühlingspunkt und durch diese Verschiebung ändert sich natürlich die Position der Planeten und es ist nicht übereinstimmend zu unserer Astrologie, unserer westlichen Astrologie. Außerdem, die indischen Astrologen haben auch die Mondkalender, was sie auch berücksichtigen und sie arbeiten mit Mondenergie, mit Mondhäusern. Das ist natürlich viel vielseitiger als unserer westlichen Astrologie. Ich möchte nichts bewerten, nur mich beeindruckt das sehr und das möchte ich in Zukunft immer mehr vermitteln. Aber ich werde nicht ganz verabschieden von unserer westlichen Astrologie, sondern ich versuche da die beide Richtungen vermitteln. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Und genauso beschreiben das auch die indischen Astrologen. Die indische Astrologie sagt dazu, dass etwas kehrt zurück von Vergangenheit. Entweder Erinnerungen oder eine Nachricht oder eine Person von Vergangenheit. Mond bewegt sich nach unserer westlichen Astrologie im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Waage und Tierkreiszeichen Skorpion, hat eine zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich sehr gut dafür, etwas starten, was vermehren soll, zunehmen soll. Aber wir sollen auch die einzelnen Tage berücksichtigen, weil es ist nicht immer passend. Es gibt immer wieder mal Spannungen, was die kosmische Energie auslöst bei uns und wir verlieren die Orientierung oder verlieren wir die Gleichgewicht, wie zum Beispiel heute, dann ist es doch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas mit dieser Spannung starten und beginnen, ob das jetzt vermehren soll oder handelt sich um eine Trennung und Loslassen, egal welche Richtung, das ist nicht der richtige Augenblick dafür. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen möchten sich neu orientieren. Und sie suchen die Wahrheit. Sie brauchen gerade die Klarheit und Orientierung. Die Einflüsse von außen hindern das im Augenblick. Aber in den kommenden Tagen kommt alles in Bewegung, kommt alles im Fluss. Ganz andere Einflüsse kommen von außen und ohne Anstrengungen können die Krebsgeborenen mit Erfolg rechnen in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen und können auch leicht die Entscheidungen treffen. Wo noch die Krebsgeborenen Glück haben, das ist die Liebe-Partnerschaft. Merkur ist der Planet,
für Kommunikation und Handlungen. Nach unserer westlichen Astrologie bewegt sich Merkur in Tierkreiszeichen Löwe. In indischen Astrologie wird aber noch in Tierkreiszeichen Krebs zugeordnet. Also wir sind hier im Grenzbereich. Das heißt, mit einem wichtigen Gespräch können auch die Krebsgeborenen rechnen oder haben die Bedürfnis etwas klären, Gespräche führen, und das trifft natürlich auch die Löwengeborenen. Die Löwengeborenen haben karmische Themen, und das ist nicht die Vergangenheit, sondern das ist die neue Richtung, was sie aneignen, was sie lernen sollen oder ein Neuanfang. Kein Angst vor diesem Neubeginn, von diesen Veränderungen. Auch nicht unsicher sein, sondern hier ist auch wichtig, Gespräche führen und doch selbst die Entscheidungen treffen. Es kann passieren, dass die Gespräche verunsichern eher die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe-Partnerschaft. Hier bewegt sich die Liebesplanet Venus nach unserem westlichen Berechnung. Aber die indischen Astrologen sehen das anderes, weil nach indischen Berechnung bewegt sich Venus, die Liebesplanet, noch in Tierkreiszeichen Löwe. Hier sind wir wieder im Grenzbereich. Thema Liebe-Partnerschaft ist natürlich wichtig, auch für die Löwengeborenen, aber auch für die Jungfraugeborenen. Die Jungfraugeborenen haben Glück, sie sollen nicht unsicher sein, auch keine Angst vor Veränderungen oder vor Neuanfang. In den kommenden Tagen ist das gutes Gefühl, beruhigt sich auch alles, kommt auch alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen brauchen die Sicherheit, die Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen, und sie treffen wichtige Entscheidungen. Aber Unsicherheit verspüren gerade die Wagengeborenen, und sie haben auch Entscheidungsschwierigkeiten oder Angst vor einem Neuanfang. Sie sollen die Unsicherheit, Angst überwinden, und wenn sie Möglichkeiten, Chancen haben, dann mutig etwas Neues starten. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren kommt in die kommenden Tage einiges in Bewegung. Ich würde das sagen, das ist das Fluss des Lebens, und damit haben die Skorpiongeborenen gerade Glück, und sie sollen das vertrauen, das regelt sich alles von alleine. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren die schöpferische Kraft, und sie haben tolle Ideen. Sie möchten das auch im Tat umsetzen, ein Gespräch, ein klärendes Gespräch oder ein Rat von jemand anderen unterstützt gerade die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig, die Kommunikation. Nicht nur warten, sondern die Gespräche suchen, etwas klären. Keine Angst von diesen Gesprächen, weil das bringt weiter die Steinbockgeborenen. Die Steinbockgeborenen haben Kraft und Mut, etwas zu bewegen, aber sie fühlen sich unsicher. Sie trauen das nicht zu. Und genau diese Unsicherheit sollen sie überwinden und ihre Meinung vertreten, mutig zu sein. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mars in Tierkreiszeichen Steinbock. Nach unserer westlichen Astrologie wird diese Bewegung zu Tierkreiszeichen Wassermann zugeordnet. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben auch Ideen, und sie wollen das im Tat umsetzen. Aber es fehlt die Orientierung. Sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie ihren Energie lenken, welche Richtung sollen sie ihren Kraft umsetzen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen intuitiv handeln und das Fluss des Lebens vertrauen, weil so kommt die richtige Bewegung. Das regelt sich alles von alleine. Wenn ich nach
unserem westlichen Astrologie-Denke, dann der Liebesplanet Venus spiegelt etwas für die Fischengeborenen und sie sollen auf diesem Spiegel schauen. Thema ist Liebe, Partnerschaft und nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, ein Kompliment aussprechen oder Gefühlen zeigen, die Kontakt suchen, die Kontakt aufbauen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben heute den Glück. Und bei Wiedergeborenen ist nicht nur dieses Glück da in allen Lebensbereichen, sondern die Wiedergeborenen haben gerade einen Prozess und dieser Prozess ist die Reinigung und Heilung. Das kann auch bedeuten, dass einigen Wiedergeborenen in diesem Bereich ihren Lebensaufgabe, ihren Berufung sehen und sind aktiv. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommen Umbrüche und Veränderungen. Das können die Stiergeborenen nicht verhindern. Uranus sorgt für diese Veränderungen, aber etwas festhalten, das wäre ein Fehler. Also wichtig ist anpassen und diese Veränderungen, diese Chancen, Möglichkeiten, was die Leben gerade bietet, auch annehmen, mal mutig zu sein und mal etwas Neues wagen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Kraft und Mut und tolle Ideen und das werden sie auch gerade im Tat umsetzen. Wo sie Glück haben, das sind die Liebe, Partnerschaft und kommt auch mehr Leichtigkeit. Wichtig ist, dass die Zwillingsgeborenen nicht unsicher fühlen. Die Mondbewegung ist in Tierkreiszeichen Waage nach indischen Astrologie. Nach unserer westlichen Astrologie bewegt sich Mond im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion. Aber zurück zum indischen Astrologie, weil sie betonen die Mondenergie, auch die Mondhäuser, die Einflüsse von Mond. Und die Mondenergie vermittelt uns alle im heutigen Tag die Luftelement. Von etwas zum Befreien aufatmen und im Atem bleiben. Das ist dieser wichtige Einfluss, was wir heute vermittelt bekommen von der heutigen Mondbewegung. Und das war mein Tageshoroskop. Und ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.